So, ihr tut mir bitte einen Gefallen und schaut euch unbedingt diese zwei Videos an. Damit hat das mit mir und Maus Akrobat angefangen, mit dem Video. Das müsst ihr euch unbedingt mal angucken, weil der tut ja immer so, als hätte ich den Beef angefangen. Das ist der Anfang unseres Beefs. Damit hat es angefangen. Das Video unbedingt gucken und danach dieses Video, ja? Die Videos haben ja auch gut Klicks. Also, erstmal die Videos zu Ende gucken. Erstmal das hier und dann das hier, ja? Haut rein. So, willkommen zurück. Da war jemand aber richtig böse. Maus Akrobat macht ja irgendwie seit ein paar Tagen richtig Welle gegen Mutality. Was ist denn da los, hör mal? Maus, ich habe mir sowohl die Videos, die du gemacht hast, angeguckt, als auch das Video, was Mutality gemacht hat. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt auch kein mega Fan von Mutality, so ist das nicht, ne? Aber ich will dir mal kurz was sagen. Hör mal, was holst denn da so rum? So, ja, Wargaming will mich nicht als CC und ich krieg die Hotels nicht bezahlt und ich darf dies nicht und ich war da nicht eingeladen und so weiter und so fort. Guck mal, weißt du, was der Unterschied zwischen dir und mir ist, Maus? Ich bin mir bewusst, dass ich so ein bisschen, ja, ihr habt ja so einen Begriff in den Raum geschmissen, salty Videos mache. Sprich, ja, ich fluch hier mal ein bisschen, da bin ich mal aggro und so weiter und so fort. Dementsprechend wundere ich mich zum Beispiel als Akko nicht, wenn ich zum Beispiel auf der Gamescom bin, dass die Leute von Wargaming extra die Treppen runterkommen, um mich davon abzuhalten, dass ich ja nicht zu Mailand nach oben gehe. Wobei, wenn die ein bisschen länger meine Videos verfolgt hätten, wüssten die, dass ich überhaupt nichts gegen Mailand habe, sondern die Videos rein aus Entertainment-Gründen mache, damit die Zuschauer bisschen was zu lachen haben. Ja, wir haben ja alle während der Woche viel zu tun, viel Action, viele Probleme beruflicher, familiärer Art oder gar gesundheitlicher Art und ich dachte mir, komm, machst du lustige Beef-Videos gegen Maus Akrobat, vor allen Dingen gegen Mailand war das lustig gemeint. Bei dir ist es ja eine andere Sache. Ich habe ja am Anfang des Videos zwei Videos eingeblendet. Ich habe mehrere solche Beispiele, aber ich habe zwei Videos eingeblendet. Die müssen sich bitte die Zuschauer unbedingt bis zur letzten Sekunde angucken. Und dann wissen die auch, warum ich was zum Beispiel bis zu einem gewissen Grad was gegen dich habe, Maus. Denn du hast ja sehr viele Vorwürfe gegen Mutality gemacht und wir wissen ja, dass du ein kleiner Wahrheitenverdreher bist, Maus. Ich erinnere dich, ich habe auch sämtliche Videos kopiert und auf meiner Festplatte und wenn du das leugnest, ja, kann man ja drüber nachdenken, diese Videos zu veröffentlichen, falls du die mittlerweile von deinem Kanal runtergelöscht hast. Kannst du dich daran erinnern, wie du warst derjenige, der den Beef mit mir angefangen hat, nämlich auf der Karte Polargebiet. Vor 2-3 Jahren hast du mal irgendwie angefangen, zu Unrecht, dich über mich lustig zu machen, weil ich mit einem E100 auf der Medium-Line gedefft habe, weil du, WN8-Sniper, weil du, Feigling, der keinen Bock hat, mit seinem Medium auf die Medium-Line zu fahren, schön Damage gefarmt hast, während die komplette Flanke offen stand. Ja, das Video unbedingt mal angucken. Ich habe es euch ja, wie gesagt, am Anfang eingeblendet. Dementsprechend bist du ein Mensch, der gerne Wahrheiten verdreht. Wie kommst du denn da drauf, dass man dir einfach glauben mag, das, was du gegen Mutality sagst? Ich war weder dabei noch sonstiges. Also ich bin kein Fan von Mutality. Ich kenne ihn persönlich jetzt auch nicht, aber ich würde eher Mutality vertrauen anstatt dir. Denn die Beweise sind da, dass du ein Wahrheitenverdreher bist. Und ja, ich mache dieses Video auch unter anderem wegen Klicks, mach dir keine Sorgen, ich bin wenigstens ehrlich und gebe das zu. Jetzt mal ganz im Ernst, kannst du dich sogar an die Videos erinnern, wo du zum Beispiel irgendwo so ein Vlog gedreht hast, wo du am Hauptbahnhof, ich glaube Hamburg oder wo, sonst wo warst, wo du dich über die Jugendlichen oder beziehungsweise jungen Leute, die waren vielleicht 12, 13, 14, 15 oder was, ne, so Ausländerkinder lustig gemacht hast, ne? Du weißt, dass du zum Teil, ich sag nicht alle, aber zum Teil ein Publikum hast, was aus der rechten Ecke kommt. Das weißt du ganz genau. Die gerne auch schon mal Nationalitäten beleidigen, die auch schon mal, sag ich mal, persönlich werden. Ich kann dir 200.000 Chats zeigen, die sich auf dich beziehen und mich dann deswegen beleidigen, weil du es immer wieder geschafft hast, die Sachen so zu verdrehen, dass du gut dastehst und ich scheiße. Du weißt, dass du da irgendwo am Hauptbahnhof oder irgendwo auf so einer Bierbörse oder irgendwie whatever da unterwegs warst und dann hast du da irgendwelche Jugendlichen, so Ausländerjugendlichen, ich sag mal so südländischer Art, nachgeäfft hast, beziehungsweise die ein bisschen versucht hast, blöd darzustellen, damit deine Zuschauer dich dafür feiern. Kennst du das Video? Ich hab's mir runterkopiert. Ich habe auch Videos dazu gemacht. Das ist aber nur ein kleines Beispiel.
Ich nehme das Ganze jetzt auch nicht bierernst. Ich will dir nur sagen, wunderst du dich wirklich nach den ganzen Aktionen, die du gebracht hast, ne, so dass Wargaming dich jetzt nicht als Vorbildfunktion, Community, Contributor, wie auch immer, in den Himmel lobt, nur weil du ein bisschen Reichweite gewonnen hast? Ne, es gibt auf YouTube Leute, die haben 100.000 Mal mehr Abonnenten als du. Aber wenn die sich scheiße benehmen, beziehungsweise versuchen auf Kosten anderer Menschen irgendwie Reichweite, Klicks oder sagen wir mal whatever von Donations, whatever von ihren Zuschauern zu bekommen, dass sie dann trotzdem einen auf den Deckel kriegen. Ich erinnere dich zum Beispiel an PewDiePie. PewDiePie hat mehrere Millionen Abonnenten. Ja? Und da fliegt die Spucke schon wieder aus dem Mund, weil ich mich aufrege. PewDiePie hat mehrere Millionen Abonnenten. Nichtsdestotrotz hat er vor ein paar Jahren richtig einen auf den Deckel gekriegt, weil er da irgendwie so komische Videos gemacht hat, sich versucht hat, auf Kosten anderer Menschen irgendwie Reichweite oder ob das jetzt mit Absicht war oder nicht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Maus. Guck mal, ich, Akku, weiß, dass ich so aggressive Videos mache, auch schon mal hier und da so ein bisschen ausraste und so weiter und so fort. Dementsprechend wundere ich mich nicht. Oder ich heul zumindest nicht rum, warum bin ich nicht dies, warum kann ich nicht da auf der Gamescom umsonst Karten hoch zu Mailand, ne, so letztes Jahr hier 2018 auf der Gamescom. Ich wollte einfach Hallo sagen zu Mailand, ein lustiges Video für 60 Sekunden machen, da haben die mich ja auch an der Treppe aufgehalten, ne, weil die wohl irgendwie der Meinung sind, dass ich so voll der kranke Typ bin und ich würde, was weiß ich, da was veranstalten oder was. Da kamen direkt ein, zwei Mitarbeiter und so, ja, du kannst jetzt gerade nicht hoch, der Mailand hat zu tun und so. Ich wollte einfach mal kurz hoch, ein Vlog drehen, einmal so einen Checker geben, weil bei Mailand zumindest ist das so, dass ich das eher lustig meine. Bei dir ist das schon so eher persönlich, weil, ne, aufgrund dieser zwei, drei Videos, die ich am Anfang gezeigt habe, die sich unbedingt alle Zuschauer angucken müssen, ne, du verdrehst gerne Wahrheiten. Du weißt, auf Polargebiet, ne? Schön mit dem Medium rumcampen, auf die Heavy Line fahren, irgendwo rumstehen. Medium Line war komplett offen. Ich habe das ausführlich erklärt. Unbedingt die Videos angucken. So, dann hatten wir mal so einen Stream, wo ich mit dir zusammen und dem, wie heißt das, Stan, irgendwie Zug gefahren sind. Da habe ich mich versucht zu benehmen. Dachte ich mir, komm, lass mal alle Streitigkeiten beiseite. Lass mal den Zuschauern drei, vier, fünf Runden was Schönes bieten. Und da hast du auch provoziert ohne Ende mit Stan zusammen, hast mich versucht in irgendwelche Fallen zu locken. Du warst ja auch nicht zu schade, zum Beispiel wo wir auf Malinowka waren, deinen Zuschauern eine falsche Erklärung abzugeben, nur um mich blöd dastehen zu lassen. Denn in der Mitte, der Scoutbusch auf Malinowka, der war vor 4, 5, 6 Jahren richtig dick, da konntest du wirklich sehr weit vorfahren, direkt am Anfang. Mittlerweile haben sie den Busch verkleinert. Das heißt, wenn du da sehr schnell vorfährst, gehst du sofort auf und wirst sofort weggeschossen von den TDs oder von den Autolodern oder whatever, was da rumsteht. Du wolltest mich unbedingt in die Falle locken. So, und ich habe das, ich weiß, wie ich meine, so, ich habe das vorhergesehen und habe das natürlich nicht gemacht. Du bist so ein Mensch, weißt du, du versuchst auf Kosten anderer Menschen total cool dazustehen, ja, schön im Stream Leute beleidigen, die deine Aufgabe übernommen haben. Ich bin mit dem E100 auf die Medium Line, um deinen Petten, der eigentlich auf die Medium Line gehört hätte, zu ersetzen. Und dann erzählst du im Stream, was ich denn für ein blöder Mensch wäre, mit dem E100 auf die Medium Line zu fahren. Lange Rede, kurzer Sinn, bevor ich mich 200 Mal wiederhole. Maus, du bist, wie soll ich das sagen, du bist ein seltsamer Mensch, der gerne Wahrheiten verdreht, weißt du? Halbwahrheiten erzählt, ne, was du Motality schon alles an den Kopf geworfen hast, ne? Du hast ja ein paar Fans, die glauben dir dann einfach. Wer weiß, vielleicht hat ja Motality recht. Vielleicht erzählst du ja genau wie in meinem Fall, verdrehst du die Wahrheit oder erzählst nur die Halbwahrheit oder lässt manche Wahrheiten weg. Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, ne? Können ja auch sein, man weiß es nicht, dass du lügst. Kann ja sein, ne? Man kann es ja nicht nachvollziehen, weil man nicht dabei war. Dementsprechend, Maus, wunder dich nicht, dass Wargaming dich da jetzt nicht ausgesucht hat, dass du jetzt keine Krone aufgesetzt bekommst, dass du nicht Hotel, Fahrtkosten und alles bezahlt bekommst. Ja, du hast ein bisschen Reichweite, aber ganz ehrlich, du bist jetzt nicht auf dem Niveau von, keine Ahnung, Quickie Baby oder PewDiePie oder so. Fahr dir mal keine Filme und fahr mal zwei Gänge runter. Ich habe auch so
versucht, mit dir klarzukommen. Weißt du noch im Stream, wo du dann ganz am Ende ohne Sinn irgendwie, ja, gerne nie wieder und so, Hauptsache deine Zuschauer bedienen auf meine Kosten, so nach Motto, natürlich hast du es nie ausgesprochen, aber schön ausgrenzen. Und das wirfst du jetzt Motality vor, derjenige, der so viel Scheiße schon gebaut hat, hier auf World of Tanks, auf YouTube und so mit mir oder mit irgendwelchen jungen Kindern, Jugendlichen, ausländischer Abstammung. Du hast es sogar gefilmt, auf deinen YouTube-Kanal gestellt. So dreist bist du jetzt, so den Unschuldslamm zu spielen. So, ja, ich verstehe nicht, warum werde ich so behandelt. Ja, frag dich mal, wie du jetzt manche andere Leute behandelt hast zu Unrecht. Kleine Kinder in dein Video aufnehmen. Ich habe dich damals auch gefragt, so, ey, findest du das okay? Die Eltern von den Jugendlichen, ob die das okay finden, dass du dich zum Affen machst, so auf deren Kosten, so nach Motto, guck mal, wie die reden und so. Das sind halt irgendwelche Jugendliche gewesen, die so, ey, Alter, ey, voll cool, Alter, irgendwie so komisch geredet haben. Ja, nicht mal dafür warst du dir zu schade, dass ich als erwachsener Mensch von dir angegangen werde. Damit kann ich leben, ist ja kein Problem. Ich bin ein erwachsener Mensch, so, ich kann dir Konter geben, wir können uns beefen und so, gar kein Thema. Aber dass du kleine Kinder oder Jugendliche da in deinem Vlog da zum Affen machst, damit du da ein paar Likes kassierst und an Reichweite oder Donations. Ich habe dir ja schon mal, ich habe, wie oft ich von deinen Zuschauern, ich meine jetzt nicht alle, ja, es gibt solche und solche, aber von einigen deiner Zuschauern täglich werde ich angeschrieben. Ja, mit, Maus hat gesagt, du bist ein Idiot, Maus hat diesmal, oder, ja, so ein Mensch bist du, ja. Und sowas erwähnst du natürlich nicht, wenn du dann Videos gegen Motality machst. Ich habe mit Motality auch noch nie irgendwie richtig Kontakt gehabt. Ich habe den einmal geschrieben, können wir zusammen Videos machen, hat er gesagt, nein. Hab ich gesagt, ja, okay, kein Problem, so, hat sich erledigt. Seitdem habe ich auch keinen Kontakt zu dem. Ich bin auch kein Riesenfan seines Contents oder irgendwie, ich feiere den nicht in den Himmel oder so, aber ganz ehrlich, nach dem, was ich von dir so mitbekommen habe, glaube ich eher an eine Motality als dir. Deswegen mach dir mal ein paar Gedanken. Ne? Ich wollte mit dir und Mailand einfach mal, um den Zuschauern was zu bieten, ab und zu mal zu fahren. Und du hast mich so in die Ecke gestellt, so, ja, du bist der Riesenteufel. Ich weiß ja, dass ich auch teilweise, sag ich mal, salty Videos mache. Nur im Gegenteil, weißt du, was der Unterschied ist? Das habe ich ja schon mal gesagt. Ich bin mir aber dessen bewusst. Ich tue jetzt nicht so, als wäre ich so voll der Unschuldslamm. Ja, ich bin ich der arme Akku und so. Ja, ich reg mich auf, in meinen Videos fluche ich rum und keine Ahnung, so, aber ich bin mir dessen bewusst, dass ich so bin. Deswegen wundere ich mich auch nicht oder heul nicht rum, warum kriege ich nicht das, warum wird mir das nicht zugeteilt und warum kann ich nicht auf der Gamescom zu Mailand hoch? Da wundere ich mich einfach nicht. Weil ich habe so komischen Content gemacht, so ein bisschen, aber dann muss ich halt damit leben. Du bist aber jetzt schon seit keine Ahnung, wie viele Tagen am Rumheulen und am Diskutieren und lauter Videos gegen Motality am machen. Ja, ich verstehe das gar nicht und warum ist das so? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, dass so, ne, Motality hat es ja auch angesprochen, ne? Du beleidigst ja auch sehr gerne, auch teilweise grundlos, wie man anhand, wie gesagt, super wichtig. Wer die Videos noch nicht gesehen hat, diese zwei Videos müsst ihr euch unbedingt von Anfang bis Ende geben, dann versteht ihr, warum ich zum Beispiel Beef mit Maus Akrobat habe. Die Sache mit Mailand ist eher lustig gemeint, weil Mailand hat mir eigentlich noch nie was getan, so, ich habe auch nichts gegen den, ich finde auch, das ist ein super Spieler. Ja, so, ich feiere den auch teilweise so, aber was Maus angeht, der verdreht auch schon mal die Wahrheit, sagt gerne mal die Halbwahrheit, lässt gerne mal die Wahrheit weg oder verdreht oder gibt Falschinformationen raus. Wie gesagt, auf Malinowka vor 5, 6, 7 Jahren, ja, da konnte man sehr schnell in die Büsche in die Mitte fahren mit dem Scout. Mittlerweile seit 2, 3 Jahren haben die Büsche verkleinert. Und du wolltest mich unbedingt da drin sehen, damit ich schnell platze, damit deine Zuschauer im Stream mich dann wieder auslachen, so, ne? Dann meinte, der Akku ist direkt geplatzt am Anfang. Hat aber nicht funktioniert. Und als es nicht funktioniert hat, bist du sauer geworden. Da hast du versucht zu provozieren. Dann habe ich dir Konter gegeben, ne? Und dann kamst du gar nicht drauf klar, ne, Maus? So, dementsprechend, du und ich werden weiterhin Beef haben, mein Freund. Das ist überhaupt kein Thema. Du gibst mir, ich gebe dir und so. Du weißt, so entertainment-technisch, Mailand soll sein Ding machen. Vielleicht sieht man sich ja auf der Gamescom. Vielleicht kommst du ja mal von deinem Arroganzpferd mal runter, dass du mal ein bisschen Reichweite gewonnen hast. Denkst jetzt, bist der King of the World oder was? Chill mal dein Leben. Ja, wir wissen's. Ja, du hast ein bisschen hier Streaming-technisch. Vor allen Dingen, weißt du, was ich an dir geil finde, Maus? Das ist doch noch das Allergeilste, dass du immer noch auf die arme Kirchenmaus machst, fährst immer noch mit deiner 300 € PKW-Kiste rum, tust so, ja, ich, der arme Maus, fahr immer noch mit meiner uralten Kiste. Dicker, du kriegst mehrere tausend Euro im Monat donated von deinen Zuschauern. Ja? Da fängt mal die Ehrlichkeit an.
kannst ja gerne mal so mit deinem Reichtum langsamer protzen. Warum tust du denn immer noch auf die arme Kirchenmaus? Nach dem Motto, immer schön auf arm machen, damit immer mehr Donations reinkommen. Digga, sei dir gegönnt, gönn dir die Donations, aber bitte sei ehrlich und zeig mal, was du für eine Kiste mittlerweile fährst oder fahren könntest zumindest. In seinen Vlogs zeigt er immer diese 300 € 20 Jahre alte Kiste, so mit der er rumfährt, damit die Zuschauer Mitleid haben. Und allein in dem Stream, wo wir beide gefahren sind, Alter, da hast du in einer einzigen Stunde 300, 500 € oder was du auch immer donated bekommen. So, ne, weil du so getan hast, ja, ich, der arme Maus, musste jetzt mit Akku Zug fahren und so. Digga, tu mal nicht auf unschuldig, ne, so unschuldig bist du gar nicht. Und so mega ehrlich und so authentisch und so, wie du immer versuchst, so tust, bist du auch nicht. Wir wissen alle, was los ist. Du hast schon mittlerweile in den letzten 2, 3 Jahren richtig viel Asche gemacht. Ne, sei dir gegönnt, aber weißt du, was ich hasse? Wenn einer richtig Asche macht mit seinem YouTube-Twitch-Kanal, mit den ganzen Donations, aber immer noch so auf, ja, ich fahre immer noch mit meiner uralten Kiste durch die Gegend. Die Zuschauer sollen bloß denken, dass ich noch eine arme Kirchenmaus bin und sollen schön weiter donaten. So, wenn ich jetzt einen dicken Ferrari oder, okay, für Ferrari wird es wahrscheinlich nicht reichen, aber wenn ich dicke S-Klasse auspacke, ja, dann denken die, oh, der Maus, der ist jetzt reich, da brauche ich ja nicht mehr donaten. Dicker, komm mal klar auf dein Leben, Mann. Mach mal nicht so. Weißt du, sei authentisch, sei ehrlich. Lüg nicht so viel, verdreh nicht die Wahrheit, erzähl keine Halbwahrheiten, versuch nicht zu hetzen jetzt gegen Motality und so weiter und so fort. Chill mal deine Lage, alles ist cool, ja. Du bist nicht fehlerfrei, du machst, glaub mir, du hast genügend Leute beleidigt, sinnloserweise teilweise auch. Ne? Ich wiederhole mich zum 100. Mal. Also unbedingt die Videos, die zwei, da seht ihr auch zum Beispiel, wo wir Zug gefahren sind. Ich versuche die ganze Zeit locker zu bleiben und der und Stan die ganze Zeit so, ey, komm, lass mal den Akku richtig blöd aussehen im Stream. Lass mal provozieren. Der soll richtig gehatet werden von meinen Zuschauern, ne? So machst du deine Klicks, deine Donations und so, ne? Und dann beschwerst du dich so Jahre später, ich, der arme Maus, warum werde ich denn nicht in den Himmel gelobt von Wargaming? Ich möchte Community-Kontributor sein und alle sollen mir Hotel und alles bezahlen und so. Geh mal nach Hause, Junge! Geh mal nach Hause! Und komm mir nicht die ganze Zeit mit deinem Militärgedöns. Ja, Militär hier, Militär da, Militär, Militär, Militär. Dicker, Vaterland verteidigt, Alter. Du hast gar nichts verteidigt, Dicker. Bleib mal locker. Was für Vaterland verteidigt? Wie mir Maus-Akrobat-Fans kommen. Ja, der war beim Militär. Vaterland verteidigen. Digga, du hast keine Ahnung, wo auch immer du warst, da war nicht Deutschland und da war auch nichts zu holen. Wir wissen doch mittlerweile, was da los ist, warum die Leute da waren. Ich will das Thema auch nicht vertiefen. Da, wo du warst mit dem Militär, da hast du gar nichts zu suchen, meiner persönlichen Meinung nach. Ne? Aber das ist ein anderes Thema, das machen wir jetzt nicht auf. Wir wissen doch alle, was so Sache ist. Irak, Afghanistan und so, da hast du nichts zu suchen, Dicker, mit Waffe und so. Was hast du denn da zu suchen? Nix. Da war doch nichts. Da war auch nichts zu verteidigen. Ganz im Gegenteil. Ne, durch die ganze Action, die da passiert ist, sind die ganzen Leute hier rübergekommen, weil deren Heimatländer so, weiß, so alles kaputt und so. Aber das ist ein anderes Thema. Das Fass machen wir jetzt nicht auf. Ja, weißt du Bescheid? Na, ich würde da nicht so viel rumprotzen mit dem Militärzeugs da, was du früher gemacht hast. Gibt es jetzt zwei Lager? Die einen, der hat unser Vaterland verteidigt, der hat gar nichts verteidigt. Ja, so, nee, Bruder. Also meiner persönlichen Meinung nach hast du da gar nichts zu suchen gehabt. Ne? Haust du rein?